Hallo lieber Steinbock und willkommen zu deiner Tarotbotschaft, deiner Tarotlegung für die erste Monatshälfte im September. Ich bin Daniela und wie immer ist das hier eine allgemeine Legung, in der ich keine persönlichen Ratschläge gebe, die auch nicht für jeden passt. Wie immer darfst du dich von dem, was dich anspricht, inspirieren lassen und den Rest in das beiseite. Und wir schauen hier auch direkt für dich in die Karten und ich habe hier den Aragonit für dich gezogen und das ist doch so ein schöner Stein. Ich halte ihn eben noch mal hoch. Eine Schönheit. Der Aragonit sagt, dass du dein emotionales Gepäck loslassen sollst und die Farbe an sich, wenn wir vom System der sieben Chakras, dem Regenbogen-Chakra-System ausgehen, dann sind wir hier im Beckenbereich und der Beckenbereich und der Hüftbereich ist ganz oft energetisch betrachtet im physischen Körper ein Bereich, an dem sehr viel Gepäck abgelegt wird. Also oft ist es auch bei Menschen so, wenn die dann in die Bewegung gehen, in bewegte Meditationen, sowas wie zum Beispiel ein sehr energetisches Yoga, dass dieses Öffnen der Hüfte auch wirklich schwierig sein kann, ja? Emotionales Gepäck kann aber natürlich irgendwo überall sitzen. Und die Weisheit, der Lorbeer. Wir schauen weiter in die Tarotkarten für dich, für diese erste Monatshälfte des September. Schauen mal, was die Karten hier für den Steinbock bereithalten. Ich ziehe wieder drei Karten. Die erste ist eine Aufgabe oder Herausforderung. Die zweite der Rat der geistigen Welt und die dritte ein mögliches Ergebnis, das immer mit dem Denken, Fühlen und Handeln zusammenhängt. Ich habe hier die Freude gezogen, die Unterdrückung und das Ass der Scheiben. Die Freude möchte in dein Leben kommen, ja? Also eigentlich geht es für dich um Freude und diese überschwängliche Freude der Neun der Kelche, die empfinden wir eigentlich nur dann, wenn wir unser emotionales Gepäck abgelegt haben und ja, fähig sind, diese Gefühle auch voll und ganz zu spüren und auszukosten. Also ich meine, Freude auf allen Ebenen ist doch so etwas Schönes. Und um die wirklich in vollem Umfang genießen zu können, ja, muss man eben die Dinge, die schmerzhaft sind, die wir mit uns tragen, die einem im Nacken sitzen, die einen runterziehen, einfach loslassen. Ja, und für sowas ist Yoga tatsächlich sehr schön. Also wenn du dich für Yoga interessierst, vor allem für ein sehr energetisches, heilsames Yoga, was so im Einklang ist mit den Sternzeichen und den Mondphasen, dann schau doch einfach mal auf meine Internetseite, da findest du etwas für den Herbst, das ist auch online. Kommt die Tage auch noch ein Video dazu, aber wir schauen jetzt erstmal für dich weiter. Hier, die Sonne, ja, reine Freude. Und was die geistige Welt sagt, ist, dass irgendetwas in dir diese Freude und diese Lebenskraft, die hier liegt. Wir haben hier auch noch eine weitere große Glückskarte mit dem Ass der Münzen. So wirklich eigentlich schon eine Schatzkarte. Die geistige Welt sagt, dass irgendetwas in dir dein Glück unterdrückt. Ja, und das ist eben dieses emotionale Gepäck. Und die Weisheit, die hier mit reinkommt, die sagt, dass vergangene Erfahrungen, ja, sie sind immer da, damit wir daraus lernen, aber wir sollen uns nicht davon runterdrücken lassen für die Zukunft. Ja, also Weisheit bedeutet, dass wir unser emotionales Gepäck verarbeitet haben. Ja, das ist quasi wie wenn wir einen emotionalen Koffer mit uns rumschleppen und wir machen den auf und ja, sortieren das aus, räumen die Dinge auf, die da drin sind, tun die Dreckwäsche in die Waschmaschine, waschen sie mit 60 Grad, vielleicht noch irgendeinem schönen Duft, damit das da nochmal so ein bisschen schön frisch riecht, ja. Und ja,
machen dann vielleicht noch den Koffer sauber und wenn er leer ist, bringen wir ihn wieder in den Keller, bis wir das nächste Mal verreisen, ja? Es ist immer wichtig, emotionales Gepäck aufzuräumen und es geht hier für dich in eine neue Zeit, ja? Es kann sein, dass hier sogar Chancen zu dir kommen, die du nie für möglich gehalten hast, aber solange dieses emotionale Gepäck dich runterdrückt, bist du nicht fähig, das in vollem Umfang zu genießen. Ja, das Ast der Scheiben ist auch nochmal eine Karte der Erdung, die einfach sagt, erde dich, schau, dass du mit beiden Füßen am Boden stehst, dass du auch verbunden bist mit den Energien der Erde. Wir haben hier den Hierophant. Ja, der Hierophant ist immer ein Lehrer. Ja, ein Lehrer, der auch sehr viel Weisheit innehat. Und da er hier direkt neben diesem Lorbeerblatt liegt, würde ich sagen, dass es eben, wenn du dieses emotionale Gepäck ausräumst, für dich auch noch einiges zu lernen und zu entdecken gibt. Und das sind Dinge, die hättest du nie für möglich gehalten. Du wirst sehen, dass je mehr du daran arbeitest, je mehr du schaust, dass dein emotionales Leben strukturiert und aufgeräumt ist, ja? Und damit meine ich nicht, dass wir wieder etwas unterdrücken oder uns hier einschränken sollen. Mit aufgeräumt meine ich einfach, dass du dir deiner Emotionen bewusst bist, dass die Dinge, die dich belasten, bearbeitet werden und aufgelöst werden und du einfach frei bist, damit hier die Freude fließen kann, damit die Liebe fließen kann, damit das Licht fließen kann. Und schau dir mal dieses Kind an, was hier auf diesem Schimmel sitzt. Dieses Kind hat einen Kranz auf aus Sonnenblumen, hat die Arme ausgestreckt. Es ist total offen dem Leben gegenüber. Es ist nackt, das heißt, es ist echt, es verstellt sich nicht. Es gibt nicht vor, jemand zu sein, der es nicht ist. Und es hat auch keine Angst, verletzt zu werden. Es hält sich ja noch nicht mal an der Mähne von dem Pferd fest. Es hat also auch keine Angst, runterzufallen. Es hat keine Angst, verletzt zu werden. Und je mehr du dein emotionales Gepäck aufräumst, desto leichter wird das Leben auch für dich. Auch für dich kommt hier zum Abschluss nochmal eine Karte. Und auch für dich spielt hier eine göttliche Intervention eine Rolle. Du sollst wissen, dass es liebe Wesen an deiner Seite gibt, die dich führen, die dir den Weg zeigen. Und die Karte sagt, es ist deine Bestimmung, glücklich zu sein. Es ist deine Bestimmung, Freude zu empfinden. Ja, es ist deine Bestimmung, frei zu sein, leicht zu sein. Und dafür musst du dieses emotionale Gepäck ablegen. Ja, lieber Steinbock, das ist deine Tarotbotschaft für die erste Monatshälfte im September gewesen. Ich hoffe, sie war dir hilfreich und konnte dich ein wenig inspirieren. Wenn dir die Legung gefallen hat, dann gib dem Video ein Like. Und wenn du möchtest, hinterlass mir einen Kommentar. Darüber freue ich mich von Herzen. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.